So, ist mal wieder neue Kill War. So irgendwie eine Frage davor. Gibt's eigentlich irgendwas irgendwie außer Guild War, Siege und RTA, was irgendwie sonst für irgendwen interessant wäre, was ich irgendwie noch machen könnte? Keine Ahnung, Monster Reviews, Event Reviews, sonstiges. Falls irgendwer einen Wunsch hat oder so oder irgendein Monster sehen will, sagt halt Bescheid. Okay. Dann schauen wir mal, was da herumläuft. Ein Fermion. Okay. Keine Ahnung. Nochmal den hier, ne? Solche Teams, die ich eigentlich versuche immer zu vermeiden. Aufgrund von RNG. Ich mach mal mein. Das ist mein Defense-Team. Mein erstes. Ja, für das untere bleibt mir leider nicht viel über. Okay, wir outspeeden eh klar. Okay, der Wireproc war natürlich nice. Ja. Was soll ich jetzt noch großartig erzählen, ja? Okay. Ich versuche halt trotzdem zu stunnen. Normal würde ich versuchen, Rakan zu Defense breaken. Mit Jasun Attack Buff und Perna wird vermutlich killen. Das Problem ist aber, dass Bastet auf jeden Fall, ich schätze mal, outspeeden wird. Und ich aber nicht weiß, ob sie halt derbt, aber so, wenn sie dritten Skill machen wird, dann wird sich Rakan selbst cleansen. Okay, so haben wir schon mal auf jeden Fall Rakan gestunt. Ja, also sie bufft. Wir gehen aber trotzdem auf Rakan. Okay, Rakan ist in Sniper Range. Wir healen mein Panda. Crit. Nö. So, nice Defense Break. Schauen wir mal, ob wir den Panda auch Defense Breaken können. Nein, können wir nicht. Crit. Soll ich es versuchen? Ja. So, okay, nice done. Wir können Reckless, glaube ich, heal. Kein Heal Ready macht aber nichts, solange er nicht rausprockt. Und selbst wenn wir da, glaube ich, auch heilen. Gut, ziemlich easy. Ich meine, okay, das erste Team war halt, sagen wir halt ein bisschen Glück auf meiner Seite, aber auch nur ein bisschen. Okay, hier wollte ich den Fermion machen. Okay, gibt es sonst hier keine. Was machen wir da? Theoretisch
könnte ich ihm, glaube ich, Copper Bulldozern. Ich Copper Triana. Nein, ich Bulldozer Triana. Copper Bastet. Solange Fermion nicht wieder irgendwas strippt, soll es eigentlich easy sein. Soll ich das obere Team lassen? Ich könnte natürlich snipen, aber das ist auch relativ langweilig. Was anderes. Okay, falsche Tiana. Tiana, Tiana. Tiana, Tiana. Machen wir es so. Dann schaue ich jetzt Orion wieder bei Outspeeden. Okay, macht nichts. Tiana ist so gut einfach. Das weiß man wirklich erst, wenn man eine Tiana hat. Also der dritte Skill macht ja nicht nur Attack Buff Boost, er cleanst, das heißt, er resettet alles und er entfernt zu 100% alles vom Gegner. Ah, tschüss, Rakan. Tschüss, Braha. War auch recht simpel. So. Hoffen wir, dass Triana stirbt. Okay, Triana stirbt. Fermion strippt keinen Copper, Gott sei Dank. Und ja. Jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit. Dann, außer natürlich, ob der Fermion beschließt weiter zu procken, aber selbst das wäre kein Problem. So. Noch ein Fermion, okay. Die untere Defense. Check. Obwohl ich immer Angst habe, weil mein Orion auf Vio ist. Ne? Viele Orions natürlich auch auf Swift. Macht natürlich Sinn. Accuracy auf mein Orion ist auch zum Kotzen. Okay, aber was machen wir oben? So eine Bruiser-Sache wieder einfach, ne? Heißt. Ja, es bleibt mir echt nichts. Also wenn ich nicht irgendwie was Langweiliges machen will. Sowas und. Warum nicht? Zwar auch ein bisschen zart. Weil ich Defense Break eigentlich brauche, um irgendwas zu killen. Und da halt ein Wusser ist, ne?
Okay, ich hätte noch ein bisschen auf Recharge gehen können, weil er keine Immunity mehr hat. Schauen wir mal, ob wir Defense Break können. Können wir nicht, trotz Accuracy Leader. So, gehen weiter auf Wooser. Er bufft halt auch wieder. Recharge wird jetzt teilen. Haben immerhin schon, keine Ahnung, 2% Destroy. Monkey macht aber eigentlich trotzdem dafür ganz gut Damage. Autsch. Halt ein bisschen. Okay, Wooster ist auf Vio von ihm. Er ist gerade aus Immunity rausgeprockt und direkt mal Defense gebreakt. Und wir killen. Okay, war wieder ein nice Sleep. Muss echt sagen, irgendwie Wusa in letzter Zeit. Ich habe Wusa eigentlich nie benutzt, ja. Außer irgendwie für RTE, aber sonst. Und okay, ja, von mir ist halt so PvE ein bisschen, aber. Einfach weil ich so nicht so der Bruiser-Typ bin. Also ich habe halt gerne irgendwie große Zahlen und One-Shots und so, ne? Aber genau aus dem Grund habe ich Monkey ein Destroy-Set gegeben. Na gut, das war ja relativ auch einfach, also war irgendwie nicht mal irgendwie knapp. Okay, das fängt natürlich schon mal nicht so gut an. Eben weil Orion Turn 1 bekommt, aber. Autsch. Wir schauen, dass wir Ciara killen. Oh. Eindeutig die bessere Perna, meiner. Okay, Körner hat zwar rausgeprockt, das macht aber gar nichts. Hättest du rückprocken können, Ryan. Boom. Gar nicht so übel, 17.000 die Bombe. Ohne Attack Buff. Okay, eigentlich wollte ich irgendwie Hahn zeigen, wieder ein bisschen, weil auch wer gefragt hat. Meint irgendwie. Aber, ja. Okay. Kein Lightning. Muff halt, ne? Ich habe selbst einen Muff. Irgendwo im Storage, glaube ich. Muff kann ich jedem empfehlen, der in TOA-Probleme hat. Ich benutze ihn heute noch. Falls ich mir irgendwo. Da ist er. Er hat absolut scheiß Runen. Er hatte mal recht gute. Dann kam der Tag, wo ich Verrat bekommen habe. Und seitdem. Ja. Also er ist nicht mal irgendwie Max-Skilled. Sind keine Ahnung, was für crappy Runen. Zum Muff halt einfach, was ihm so gut macht. Erstens ist er easy zum Skillen. Er hat einen Stun. Er hat einen Provoke. Plus halt, wo er ihn selber heilt. Der Provoke ist gerade für einige Bosse in TOA sehr gut. Ich würde halt auch empfehlen, vor allem ein bisschen Accuracy. TOA ist halt 45% das Cap. Meiner trifft überhaupt kein Provoke, ja, also würde ich mich nie drauf verlassen. Und natürlich halt der dritte Skill, ne? Der dritte Skill Cleansed gibt euch Attack Boost, also halt den Buff, Speed Buff. Und er reduced, also er verringert die Abklingzeit von jedem eurer Monster um einen Zug. Absolut geil, ja, also
Ich kann wirklich jedem empfehlen, Muff zu bauen. Runenbild seht ihr hier. Auf jeden Fall auf Vaio. Offset ist egal. Ja, von mir ist, weiß ich nicht, Energy Guard Set von mir ist, wenn ihr nicht irgendwie so auf Stats kommt, dass er überlebt. Hilft vielleicht. Und es sollte natürlich als letzter drankommen oder halt, weiß ich nicht, nach Barretta, nach Spectra zumindestens. Eben, dass er eben die Skills wieder resettet, beziehungsweise halt verringert. Okay. Also, wie gesagt, falls ihr irgendwie sonst irgendwas anderes mal sehen wollt, außer Guild Wars Siege, keine Ahnung. Viel hat ja das Spiel eigentlich leider nicht sonst zum Bieten. Dann schreibt es einfach in die Kommentare oder Facebook oder sonst irgendwas. Ansonsten schönen Abend noch und bis morgen oder so.